Sky Striker. Ja, das ist ein gutes Deck. Hat Konami sich wieder was ganz Dolles einfallen lassen. Wir finden ein Archetype mit nur einem Main-Monster, den Rest füllt man einfach mit starken Zauberkarten auf und weil das natürlich noch nicht reicht, erfindet man einfach zwei Link-Monster, die ganz einfach zu beschwören sind. Und fertig, schon hat man ein neues Meta-Deck. Doch dann reicht es nicht, dass das Main-Monster das Link-Monster holen kann. Nein! Wenn ein Link-Monster das Spielfeld verlässt, kommt es einfach wieder und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und bei den Link-Monstern will ich gar nicht erst anfangen. Sie können einfach perfekt die Zauberkarten suchen oder wiederholen. Aber als wäre das alles nicht genug, gibt die eine sich noch selbst Attika und die andere nimmt Attika. Ja, wäre ja auch zu unfair, wenn es nur 1,5 hätte bei diesem schwachen Effekt. Und was die Zauberkarten angeht, die sind total overpowered. Nicht nur, dass sie einen Sucher haben, ein zusätzliches Monster, ein Judgment Day, eine Durchbruchfähigkeit, ein DD Crow, ein MST, ein Spalt in Besser und zusätzliche Searches haben? Nein! Alle Zauberkarten kriegen einfach einen noch besseren Effekt, wenn man drei Zauberkarten im Friedhof hat. Einmal plus eins. Warum nicht? Überläufer. Ja klar, die Karte ist ja auch nicht verboten. Und einfach noch mehr zerstören, um weiter plus zu machen. Und wer jetzt denkt, dass drei Zauberkarten schwer sind, von wegen, wie praktisch, dass es Zauberkarten gibt, die dies schnell ermöglichen. Und oh ja, sie haben ja alle eine Beschränkung. Ja genau, kein Monster in der Main Monsterzone. Wie schade, dass es jetzt Link-Monster gibt. Apropos reinschmeißen, da gibt es noch die geniale Idee, in den Deck Tricks da reinzupacken. Ich meine, geht's noch? Wie praktisch, dass Sky Striker ja fast nur Spezial beschwört. Und dann kann man einfach noch Condino nochmal beschwören. Und ich meine, Lockbird-Nelken-Kombo ist ja auch so fair. Und dann kommt noch hinzu, dass die Zauberkarten dich daran hindern, ins Game zu kommen, weil die so viel Plus machen. Und die verdammten Tricks, das burnt dich auch jede Runde weiter runter. Stück für Stück. Und wie praktisch, dass es jetzt eine neue Timeout-Regel gibt, womit das überhaupt nicht stark ist. Und warum? Weil Sky Striker gut ist.